Oh, Lukas, nein, das kann ich nicht machen, Bro. Schau mal, das Ding ist, ich hab nochmal drüber nachgedacht, weißt du, ich mach so ein bisschen das gegen Eierkopf im Burger Pommes Song, ein bisschen, Bruder, so gar nicht schlimm, Mann. Schrei jetzt auf den direkt ganzen Diss-Track, Junge! Was soll das? Let's go! Wir sind im Process angekommen und ich würde sagen, wir begrüßen unseren heutigen Gegner, Lukas! Creator Code Lukas. Moin, so sieht's aus, ey. Lukas, bist du auch schon auf Schocks unterwegs? Lauf auf Schocks, chill meine Fitness. Ja, Mann. So sieht's aus, Leute. Ey, Lukas, ich mache heute eine geile Challenge. Ich habe dir noch nicht so viel verraten, aber du kennst ja so Glücksrad-Challenge-mäßig, ne, im Brawl Stars. Ja, darf ich mal heute über dich bestimmen, oder wie? Nee, aber wir drehen heute abwechselnd und müssen halt ein paar Aufgaben so machen. So, checkst du? Alter, ey, ich hoffe, du hast nicht übertrieben beim Glücksrad. Nein, hab ich nicht, Lukas. Und wir machen so, muss ich auch für den Gewinner was geben. Wer am längsten durchhält und nicht aufgibt und quasi zu keiner Aufgabe Nein sagt und wirklich alles macht, der hat gewonnen. Und sobald einer Nein sagt und die Aufgabe nicht macht, hat er verloren. Und es geht um 5000 Euro! Hä? Ja, Digga, was? So viel? Junge, du machst um 10.000 Euro. Was sagst du? Ich muss ein bisschen mich basen. 5.000 Euro ist genug Geld, Lukas. Junge, ja, okay. Ja, okay, guck mal, ich bin hier schon online mit meinem Kaka-Spike-Skin. Sieht aus wie du, super. Junge, dann würde ich sagen, komm, wir drehen einfach direkt das erste Mal im Glücksrad. Ich würde sagen, wir drehen jetzt das erste Mal für dich, Lukas, okay? Das ist die erste Aufgabe, die du jetzt machen musst. Digga, was hast du denn aber aufgeschrieben teilweise? Ja, ein paar einfache Sachen, Name ändern, Brawl Stars Hans, YouTube-Freundschaft beenden, peinliche Club-Nachricht. Account löschen? Ja, also das sind so einige Sachen. Was haben wir noch? Ich glaube, 100.000 Gems aufladen gibt es auch noch. Mega-Boxen öffnen haben wir auch noch. Also. Oh mein Gott. Wir haben da so einige nice Sachen, aber ich würde sagen, bist du bereit zum Drehen, Lukas? Ja, komm, ich bin bereit. Okay, komm, wir drehen. Let's go! Okay, Lukas. Mach dich schon mal bereit. Ich hoffe, ich hab Glück, Junge. Alles. Also, ey, aber warte. Ja, warte kurz. Mit alles, wirklich alle gemeint, Lukas, ne? Ey, aber ich sag dir mal Folgendes. Ich hab nur noch dieser Scar, die Jessie fehlt mir noch. Und hier noch Tor Bibi, ich glaube. Also ist ein legendärer, glaub, da hab ich schon mal Glück gehabt, dass es dich getroffen hat und nicht mich. Weil ich glaube, ich hätte ein paar mehr Skins kaufen müssen wahrscheinlich. Hey, hast du auch schon alle Goldskins, Lukas? Ja, 70 von 70. Du hast alle Goldskins, Bro. Ja, also ich hab auch von, guck mal hier, alle 111 von 111, 63 von 63. Also mir fehlen nur noch 2 Skins. Ja, okay, Bro, doch über. Ja, dann kauf halt die restlichen Skins, Lukas. Ja, let's go. Ey, ich glaube, das Angebot ist eh geil. Guck mal, da gibt's sogar 5 Junge, Star-Skins. Jetzt hör auf, dich zu freuen. Und kauf die Skins jetzt, Mann. Ja, Bro, okay. Aber, ja, warte kurz. Ich würde sagen, 200 Juwelen. Skadi, Jesse, let's go. Es werden dir nur noch so 2 Skins fehlen. Hä? Aber ey, die sind echt geil, die Skins, muss man sagen. Bro, ne? Wie viel Geld hast du für Skins ausgegeben, wenn du alle Goldskins hast, hä? Bro, anders viel, sag ich. Und er hat trotzdem 1,7 Millionen Münzen, das macht so gar keinen Sinn einfach. Warte mal, soll ich das machen wegen deiner Startups und so auch hier? Ja, Junge, kauf einfach alle Skins jetzt. Ja, okay. So, warte mal. Dann, warte, oh mein Gott, ich muss Juwelen aufladen für den, der kostet 300, der Torbibi. Aufladen! Aufladen! Ja, da reicht ja immerhin das hier für 11. Du bist nämlich ein Broko. Du bist kein Brokkoli, du bist ein Broki. Ey. Ein Broki bist du. Nicht mal, guck mal, 1,7 Millionen Münzen, aber nicht mal Champs hat er. Ja. Muss ich ja wegen dir alles ausgeben schon wieder. Junge, Lukas, wir haben nicht bis morgen Zeit. Lad mal ein bisschen schneller auf, Junge. Kauf war erfolgreich, so. Junge. 170. Und jetzt würde ich sagen, extra für dich hier nochmal. Boah, Bibi. Aber man muss schon sagen... Boah, die ist krass, echt, die ist krass, ne? Der ist heftig, oder? Ja, ist ja okay, der ist schon krass. Okay, der ist heftig. Boah. Alter, ja, schon fett, Mann. Okay, das heißt, ich bin jetzt dran, Lukas. Okay. Du darfst drehen für mich. Alle Skins kaufen. Und? Hast du weg? Okay, ja. Ich drück, wenn du sagst, Lukas. 3, 2, 1, zack. Okay, komm, bitte irgendwas Einfaches, bitte. Bitte irgendwas Einfaches. Oh, ja. Name ändern. Ja, ey, Lukas, ich sag aber ehrlich,
Das Ding ist, Lukas, ich habe sowieso gerade ein bisschen komischen Namen wegen meinem Skin. Den beachten wir einfach nicht. Aber ich glaube, ich brauche ein paar mehr Gems. Ja, okay. Guck mal, Lukas, es reicht sogar, wenn ich mir auf entspannt für 2,50 Euro ein paar Gems aufhalte. Das finde ich korrekt von dir. So, Lukas, 30 Juwelen aufgeladen. Du bist der Beste. Ja. Guck mal, sogar mit Creator-Code, Lukas, siehst du, habe ich dir 30 Gems gegönnt. Das irre. Okay, dann würde ich sagen, du gibst jetzt mal als Namen ein. Ja. Warte, yeah. Ich muss eine nice Idee bekommen. Oh nein, ey, lass mich da einfach Lumex nennen, ist doch super. Nee, Bro, das wär's so einfach. Du nennst dich jetzt. Nein. Das erste Wort im Namen ist Popel. Junge, Bro, was? Popel, ja. Im? Ja. Abstand. Junge, was kommt jetzt? Po. Hä? Popel im Po, Popel, was ist das denn? Ey, aber sprecht das mal schnell aus, der Name ist geil, oder? Popel im Po. Popel im Po. Digga, das ist mit Abstand der dümmste Name, die ich hier im Bros. Das hatte. Das ist dumm. Ich kann den auch erst dann in 48 Stunden wieder ändern, ne? Ja, ich feier den Namen, aber. Popel im Po, Junge. Vor allem auch das Emoji noch da dazu, dieses Icon, Junge, von Zwei. Yeah. Popel im Po, Junge. Lukas, das kriegst du wieder! Ja, Bro, der ist nicht schlimm, der Name. Wie, der ist nicht schlimm? Okay, Lukas, ich drehe jetzt für dich. Oh, let's go, Lukas, 5000 Euro gehören mir. Let's go! Oh! Was? Megabox öffnen! Wow, okay, das ist krass. Ja, Bro, geht ja an sich nicht. Funktionieren? Aber du hast ja die China Brothers, ne? Alter, okay, warte mal. Ich kann das mal gerne für dich, wenn du willst, hier einmal öffnen. Moment. Ja, zeig mal dein China Brawl Stars, Lukas. Ja, okay. Und kauf da mal ein paar Megaboxen. Hey, Bro, Mann. Das Ding ist, Leute, die Megaboxen muss man sich da ja auch erspielen und Juwelen aufladen geht leider in der chinesischen Version nicht. Moment. Okay. Aufnahme läuft hier auf dem China-Handy, ne? Boah, so. Junge. Bro, ey. Aber zeig mal für mich in die Kamera. Ich will es mal in der Kamera sehen. Zeig mal, wie sieht das aus? Ich seh's gar nicht. Wie sieht das aus? Zeig mal. Ey, lol, warte mal. Die haben gerade dieses Baby-Shark-Ding. WTF? Warte mal. Ich glaube, man sieht's nicht so ganz. Ja, aber zeig mal diese Megabox da. Zeig mal Megabox. Ja, warte, Bro. Ich geh jetzt mal hier in den Shop, ne? Ja? Digga, also das ist no joke zu krank, dass es das da hier gibt. Aber ich hab leider, glaube ich, keine Credits momentan. Ich muss mal gleich gucken. Aber ey, ich wette mit dir, du hast die noch nie gesehen, diese Boxen. Das ist no joke. Es ist zu heftig, Bro. Was? Es gibt einfach Megaboxen. Hä? Oder zwei neue, ne? Die es noch davor nie gab. Lol. Es ist no joke krank. Okay, das ist heftig. Aber du hast keine Gems oder was? Also, was ich dir anbieten kann, die muss man ja mit Credits kaufen. Ich kann eine Brawlbox öffnen, wenn du willst. Egal, so. Mach Brawlbox auf. Ich glaube, ein paar Stück kann ich sogar öffnen. Ich kann. Oh mein Gott. Junge, das ist wahrscheinlich 3 Jahre her, dass ich so eine Brawlbox geöffnet habe. Du hast gesehen. Ja. Okay, Leute, Brawlbox wird geöffnet einmal. Und? So, ist immer ein bisschen verbuggt. Lädt immer ein bisschen länger. Digga, einfach eine Box in China. Brawl Stars. Wow! Wow, Digga, warte! Schau wie verbuggt das ist, Bruder. Hä? Lol. Lade! Oh! Wow, Junge! I'm a Brawlbox! Und? Was? Ja, okay, das ist krass. Okay, komm, ich mach noch eine zweite. Mach noch eine zweite auf. Okay, Lenny, die zweite Brawlbox. Komm schon, legendärer Brawler! Schön! Na, 12 Powerpunkte, perfekt, ja, Bruder. Digga. Okay. Also eine würde noch gehen, wenn du willst. Ja, ist okay, Lukas. Wir haben genug gesehen mit Brawlboxen. Du bist einfach schlecht im Öffnen. Merkst selber. Aber Brawlboxen sind halt auch gezogen, einfach nicht krass. Nicht mal was gezogen, hast du. Aber okay, Lukas, komm. Ja. Wir drehen erneut, komm. Und! Ja. Komm schon, bitte keine 100.000 Champs, 100.000. Oh! Bro, warte, nein, hallo! Account löschen, Lenny? Warte mal. Bro, Lukas, nein, das kann ich nicht machen, Bro. Digga, ja, Lukas! Die Aufgabe ist doch gekommen. Ja, aber okay, warte. Es scheint ja nicht der Welchner-Account. Ich kann mal gucken, ich hab bestimmt
Wo geht das? Okay, kann man noch ja, Accounts wechseln? Fallen. Guck mal, ich habe hier noch einen Account Ultra Pro Trainer 2000. Ich glaube, da habe ich. Ich glaube, damit habe ich, glaube ich, Kevin geprankt. Digga, der hat 900 Teile der Account, ne? Ich glaube, das ist nicht mal mein Account. Ich weiß gar nicht. Ich glaube, ich lösche ihn einfach. Ich meine, es stand nicht da, welchen Account. Von daher. Ups, da war ich weg. Da waren sogar legendäre Brawler oder sowas drauf. Und das waren nur 10 Minuten Mail. Digga, ey, du hast ihn nie wieder, ne? Das weißt du. Ich glaube, das ist nicht mal mein Account gewesen. Ich glaube, das ist von Kevin sogar. Ah, perfekt, Digga. Ja, ich sag mal so, mies gelaufen, ne? Ja, aber ich habe die Aufgabe gelöst, Lukas. Ich habe meinen Account gelöscht, also. Ja, ne? Nee, hast du durchgezogen. Habe ich durchgezogen. Das heißt, bedeutet, du bist wieder an der Reihe, Lukas. Für dich drehen wir jetzt. Komm. Ich hoffe, 100.000 Gems, Lukas. 100.000 Gems aufladen, komm. Digga, nein, niemals, ey. Doch, 100.000 Gems aufladen, komm schon! Yeah! Oh, Club verlassen! Oder? Nee. Oh! Es ist weiter Rang 35 Brawler spielen! Digga, ey, warte, was heißt das jetzt genau? Ja, du musst jetzt einen Rang 35 Brawler spielen, aber das Ding ist, Lukas, wir spielen ja heute zu zweit, deswegen darf ich mit dir mitspielen, wenn du eigentlich so gut bin, Lukas. Ey, ne? Bro, warte mal kurz. Also, warte mal, ich muss erstmal hier gucken. Was ist denn höchster Brawler? Nähe zu Stufenaufstieg. Da müssten ganz unten die 35er sein. Ah ja, guck mal hier. Ich hab Squeak. Squeak und Mr. P hatte ich sogar schon mal auf Rang 35, ne? Ja, okay. Bro, du musst den nehmen, der halt am meisten Trophäen hat. Ah, okay, warte. Meiste Trophäen hat Lola, Sam, Mandy. Guck mal, ich hab ganz viele auf 874. Die haben alle 874. Digga, Chester, bis Chester. Kannst du einen aussuchen. Also Chester, Gray. Nimm mal den höchsten, Lukas. Nimm mal den höchsten, bitte, ja? Ja, die haben alle 874. Ja, dann genau. nimm mal, den ganz oben links Lola. Lola, okay. Digga, ey. Und ich werde dir jetzt ein bisschen helfen auf Projekt, weil du willst ja ein bisschen Trophäen pushen. Stimmt's, Lukas? Deswegen lad mich mal ein, bitte. Ja, du schau dann, oder was? Ja. Wir wollen ja ein bisschen pushen, so, weißt du? Ja. Auf jeden Fall. Es klappt bestimmt gut. Da muss man ja ein bisschen gut spielen, so, ne? Und deswegen, ja, Lukas, ich nehme deswegen auch meinen höchsten Brawler, ne? Den ich hab, den habe ich nämlich auf einem richtig hohen Power-Level. So. Okay. Ja, das ist irre. Ja, lad mich mal ein. Ja. So, dann mal. Okay, Pumpelimpo. Ja. Ey, warte kurz, du hast Power 1 Brawler. Nee, das ist ein Bug, Bro. Ich hab den auf Power 11. Kannst bereit machen, warte mal Lukas. Kurz. Na, Lukas, kannst bereit machen. Ey, Bro, nimm mal bitte Larry und Lori. Okay, mach. Warte. Larry und Lori. Du, mach schon mal korrekt, bereit, korrekt. Lukas. Mach schon mal bereit. Ja. Warte, wo ist Larry und Lori? So, hier, Larry und Lori ausrüsten. Okay, dann mach ich bereit. Jo, danke dir. Okay, also ey, du musst dich jetzt wirklich fokussen, okay? Musst dich wirklich anstrengen. Ja. 800 Trophäen, Lukas, hier wird gesweated. Ich hab auch meinen höchsten Brawler. Ey, es hat ein bisschen, du hast Pearl genommen! Bro, das ist ein bisschen Weil ich hab doch gesagt, du sollst Larry und Lori nehmen! Na, Bro, ich hab gemacht, aber es hat ein bisschen gebackt. Oh, irgendwie. Junge! Ey, wie sollen wir das denn gewinnen? Ich bin erst auf Power 1 halt, ne? Ja, Lukas, das wird schon, Lukas. Das wird schon. Yo, ey, aber dann bleib mal kurz ein bisschen hinter mir, weißt du? Ja, wir müssen übel defensiv spielen. Nicht so reinrushen, ja, Lukas. Ja, ja. Nicht reinrushen, okay? Nicht reinrushen. Hallo! Nicht reinrushen! Digga! Oh mein Gott, Bro! Ah, das ist ein Edgar. Du musst ein bisschen defensiv spielen, Lukas. Nicht so reinpushen. Du musst ein bisschen Digga, nicht du bist so. Du bist übelst reingerannt, weißt du das eigentlich? Nein, ich bin nicht reingerannt, Lukas. Nee, Digga. Was soll das denn, Mann? Wie soll ich denn alleine gewinnen? Okay, komm jetzt. Jetzt auf Ernst, Lukas. Okay, jetzt auf Ernst. So, ja, Digga. Hier kommt easy nächster Cube. Siehst du drei Cubes schon? Warte mal, da unten waren noch, glaube ich, zwei. Oh mein Gott, es sind noch zwei Cubes. Warte. Melonenstinker. Geh ich da rein und hol die? Ja, renn rein. Ich hol dir auch noch. Ey, nein, was machst du da, Digga? Was soll das? Ja, ich hab die restlichen Cubes geholt. Och, Junge, Mann. Oh, da ist ein Gegner. Reinpushen, Lukas. Pushen. Aber defensiv. Ja, pushen. Nee. Nicht. Chill. Defensiv. Hallo, defensiv. Oh, ja. Lukas, ich konnte nichts machen. Die waren einfach zu stark, Lukas. Ey, was ist dein Problem, Digga? Oh, Lukas, bisschen defensiv spielen. Digga, guck mal, wir sind schon Top 3, Mann, weil ich hier alles carry, Digga. Oh, so ein Ding. Oh, guck mal, ich push, Lukas. Ich hab gepusht. Kill den doch, kill den. Ich hab gepusht. Oh. Lukas, ich hab plus 4 Trophäen gemacht. Wie warst du?
Minus 1. Ah. Ja, ey, aber ich sag dir ehrlich, ich hab das so krass gecarried trotzdem. Ja, ey, ja, du hast das auf jeden Fall krass gecarried, Lukas. Ey, ich bin aber so sauer auf dich, Mann. Was soll das denn, ey? Entspann dich. Komm, Lukas, guck mal. Ich dreh jetzt hier für mich. Du darfst bis 13, dann dreh ich für mich, okay? Ja, los jetzt. Ja, okay, ich dreh. Okay, komm, bitte was Einfaches, bitte. Komm schon. Nein. Alle Münzen ausgeben. Oh, Lenny. Ey, das Ding ist, ich habe mir erst Münzen gekauft, ne? Für also 48.000, Junge. Aber warte, es stand nicht dafür, was ich's ausgeben muss. Ja, Bro, das entscheide ich natürlich. Ja, Lukas, wie wär's, wenn ich ein paar Brawler upgraden darf? Ich hab Nee, Lukas. Du gehst jetzt mal schön zu den Goldskins. Och, Lukas, bitte. Lukas, bitte. Ja, Bro, was denkst du denn? Bitte, bitte, ich will die Brawler upgraden. Bitte keine Skins, Bro. So, Katalog. Ja, erstmal Silberskins musst du ja erstmal holen, ne, damit du die Goldskins auch haben kannst. Jetzt musst du mal überlegen, für welchen Brawler. Bro, ich sag dir ehrlich, ich weiß sogar schon für welchen. Geh mal ganz nach oben. Hol's jetzt für 8-Bit einfach mal. Der ist schön langsam, der bockt echt zu spielen. Lukas, bitte, mach doch wenigstens einen coolen Brawler. Bitte, Lukas, bitte. Junge, bitte. Digga, du hast mich echt ehrenlos hops genommen. Bitte, mach Bass oder mach Bass oder irgendeinen coolen Brawler, Bro. Nee, 8-Bit jetzt. Oder Bro, komm. Bitte. Okay, okay. Wenn du nicht 8-Bit magst, geh mal ganz nach unten. Ja, ja, okay, okay. Okay, Tick. Bro! Ja. Ja, okay, ich kaufe 8-Bit, Bro. Nee, Tick! Jetzt hast du mich sauer gemacht. Ja, okay, okay, ich kaufe... Tick ist der hier ganz unten, der hier, ne? Ja, Star-Silber Tick. Ist das der hier, der unten? Das ist der, den du gerade ausgewählt hast. Das jetzt ist Tick. Kaufen. Ist das Tick? Hallo, jetzt kauf mal für Tick. Ja, okay, ich kauf. Ey, Junge, hallo! Lukas, ich bin ausgerutscht. Okay, warte, jetzt. Ich kaufe jetzt für Tick, okay? Ah, nee, ich soll jetzt einen Goldskin kaufen, meinst du? Für wen? Für Tick, meinst du, ne? Ja. Das ist der hier, ne? Kannst du nicht kaufen, brauchst den Silberskin erst. Ah, ja, okay. Oh mein Gott, ey, Lukas, Mann. Ich hab meine Münzen ausgegeben. Guck, siehst du? Siehst du? Nee, den Rest gibst du für Star-Silber-Tick aus. Och, Junge. Junge, so ein Scam. Digga, also... Weißt du eigentlich, dass das übelst assi ist von dir, was du hier die ganze Zeit machst? Lukas, ich hab doch meine Münzen ausgegeben, Oh, nächste Aufgabe, Lukas, mach dich bereit! Let's go! Ja, Bro, ich kann jetzt, Digga, ich kann doch jetzt nicht für 6.000 Euro Juwelen aufladen. Also du willst mir sagen, du skippst, du willst diese Aufgabe skippen? Ja, Digga. Ja, okay. Wenn du skippst, dann musst du zweimal drehen, Lukas, als Strafe halt, ne? Hä? Ja, Bro, du kannst einfach eine Aufgabe skippen. Da steht 100.000 Gems auf Lampstum. Ey, hast du 100.000 Juwelen, Digga? Denkst du, das Geld regnet vom Himmel oder was? Ja, okay, dann drehen wir jetzt zweimal für dich halt, Lukas. Das ist kein Problem. Ja, das geht doch. Halt. Dann drehen wir zweimal für dich. Ist doch kein Problem, Lukas. Dreh mal nochmal. So, was haben wir denn hier? Oh, Lukas! Alle Münzen ausgeben! Wie viele Münzen hast du denn? Bro, ich hab alle Goldskins schon. Ich kann gar keine Münzen mehr ausgeben. Also willst du sagen, du willst die Aufgabe ausgeben? Ja, ist hallo. Okay. Dann Junge, drehen wir halt jetzt dreimal für dich. Ich kann's nicht. Ist gar kein Problem. Wir können einfach auch dreimal für dich drehen, Lukas. Das kriegen wir hin. Das ist gar kein Problem. Lukas, willst du nochmal 100.000 Gems abladen? Sag ja oder nein. Willst du nochmal 100.000 Gems aufladen? Nein, okay, dann drehen wir viermal für dich. Ist gar kein Problem. Das ist unfair. Ist gar kein Problem, Lukas. Mach ich ganz sicher nicht, Junge, ey. Oh, YouTube-Freundschaft beenden! Ist Aufgabe 1, Lukas! Weißt du, mit wem ich die Freundschaft beende? Mit dir, Junge! Ey, das zählt nicht. Du musst jetzt... Okay, ich entscheide, mit wem du Freundschaft beenden musst. Ruf mal bitte unseren besten Freund an, der auf Schocks läuft. Und beende mal auf Ernst mit ihm die Freundschaft. Was hältst du davon, Lukas? Ruf mal bitte unseren Freund an, der auf Schocks läuft. AKA Yo zu dem Jonas. Creator Code. Yo, Jonas.
Und, ja. Aber du musst es auf ernst machen. Lass dir was einfallen. Lass irgendwie sagen, ey, du musst, boah, sag, du musst zu ihm sagen, ey, ich war gestern im Deichmann und die hatten keine Schocks mehr. Du hast die alle weggekauft, Jo Jonas. Wir sind jetzt keine Freunde mehr. Das ist der letzte Anruf, den ich mit dir gemacht habe. Wir reden nie wieder ein Wort miteinander. Ja, passt. Mach ich. Okay, super. Aber ich muss auf ernst sagen. Sag auf ernst. Oh, bitte geh ran. Nein, er geht nicht ran. Nein! Ja, es klingelt noch, aber... Ja, dann leg auf. Ja, okay, dann ruf halt Eierkopf an. Ist auch kein Problem. Sag, okay, soll ich sagen, wegen dem Diss-Track, den er macht oder so? Sag, ey, Bro, ich sag dir jetzt auf Ernst, auf No-Joke, jetzt so auch nicht wegen YouTube, ich finde das gar nicht korrekt von dir, dass du Diss-Track machen willst. Das macht man einfach nicht, so. Ich habe einen gemacht, ich habe mich ein bisschen gedisst, du willst ganz einen Diss-Track machen. Ich finde das freundschaftlich nicht korrekt von dir. Ich will mit dir nichts mehr zu tun haben. Genau so, auf Ernst. Aber nicht lachen, Lukas, musst du auf Ernst sagen, richtig ernst. Ja, 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 ich zieh durch. Und du sag auch, es ist nicht fürs Video, du meinst es wirklich ernst. Hallo, ich bin gerade auf Klo. Yo, Kevin, ich muss mal kurz ernst Wörtchen mit dir reden. Ja. Sag ja, sag mal, ihr seid offen mit Lachen, ist nicht lustig. Schau mal, das Ding ist, also ist auch gar nicht lustig jetzt oder so. Schau mal, das Ding ist, ich hab nochmal drüber nachgedacht, weißt du, ich mach so ein bisschen das gegen Eierkopf im Burger Pommes Song, bisschen Bruder, so. Gar nicht schlimm, Mann. Schrei jetzt, mach direkt Lachen. Ganzen Diss-Track, Junge! Was soll das? Sag, ihr seid keine Freunde mehr. Digga, wir sind keine Freunde mehr, Junge. Hast du Lautsprecher an? Hallo, Junge, denkst du eigentlich, ich mach Spaß hier? Mach keinen Spaß! Sag, Freundschaft, ich blockier dich jetzt. Hast du Lautsprecher an? Digga, ich blockier dich jetzt! Ich muss Lenny eben was sagen. Bruder, Junge! Was für Lenny, Digga? Kannst du Lautsprecher laut machen? Sag Lenny, er ist ein Brokkolikopf und du bist eine Melone. Sag, er stinkt und leg auf. Du stinkst. Ey, Junge, was ist 31er, Junge? Kevin weiß einfach, dass ich Digga, so, was ist so ich dumm, sagen würde. Aber Lukas, ich will nicht sagen, aber... Das war ja stabil eine von vier Aufgaben, ne? Also. Bro, ey, das kannst du nicht machen, Bro. Ja, Lukas, was soll ich sagen, Bro? Bro, ich hab jetzt sogar zwei Leute angerufen. Ich hab doppelt durchgezogen. So, Lukas. Komm. Die zweite von YouTuber. Ruf noch mal Kevin an und sag ihm, du bist auch gerade auf Klo und deine Wurst ist stecken geblieben. Ja, wahrscheinlich. Bruder, Junge, ey. Okay, warte. Hallo. Yo, ich bin auch gerade auf Klo. Ja. Und meine Wurst ist richtig stecken geblieben, Bruder. Sag, du brennst und sie geht nicht raus. Es geht nicht. Drückst du denn schon ganz doll? Sag mal, ich habe eine Frage. Kannst du eigentlich so melonenförmig, also so ovale? Bruder. Ist stehen geblieben. Also, ich kacke auch mit Schale. Kackst du Eier aus, oder was? Ja, so kleine melonenförmige Kackwürfel. Oh, jetzt hat's geklappt. Danke, Kevin. Deine Stimme hat's geregelt. Du stinkst. Ciao. Junge, Alter, Bruder. Ey, Lukas, hast du toll gemacht? Wir haben doch trotzdem noch zwei Aufgaben übrig. Tut mir leid, Junge. Ja. Bruder, Junge, ey. Oh, Mann. Oh! Oh!
Just Dance, Just Dance in Real Life! Ja! Ja! Lukas, Junge, da hab ich so lange gewartet. Ja! Lukas, hast du Bock? Hast du Bock? Hast du Bock? Hast du Bock, ja, oder was? Ey, Bro, ich hab eh schon alle Brawler-Posen gemacht. Welche soll ich machen? Boah, das Ding ist, gibt's eigentlich irgendeinen neuen Brawler, der eine richtig geile Pose hat? lass mich mal schauen, Lukas. Ich brauch mir mal was Neues, was Besonderes, so, ne? Ja. Du, Lukas, du kennst ja Pam, so, ne? Ja. Pam ist ein cooler Brawler, ne? Ja, yeah, Pam ist nice. Kennst du auch böse Königin Pam? Ey, Bro. Kennst du die? Kennst du die? Na, kenn ich. So, also ich zeig nur noch mal. Also guck mal, die macht so. Dann macht die so, den da. Und dann macht die so, wiu, wiu. Okay, checkst du? Komm, ich zeig noch ein letztes Mal für dich, Lukas. Hier, siehst du, so macht die, zack, zack. Ja, wiu, wiu macht die. Also komm, Lukas. Mach mal bitte die ganze Zeit das nochmal so an, weißt du? Ja, ja. Warte, ich muss mal hier kurz zurück. So, warte mal. So, komm nochmal, sieh dich, Lukas. So, mach nochmal an hier. Okay, zack, zack. Okay. Bist du bereit? Ich bin bereit, Lukas. Hat dir gefallen? Mit Abstand der schlechteste Prozessanz, den ich jemals gesehen habe. Bro, ey, Junge, der war so stark. Kacke. Der war so fett kacke. Junge. Ja, Bro, jetzt mach mal weiter. Jetzt bist du aber auch mal wieder dran, ey. Ja, nee, Lukas. Tut mir leid, aber eine Aufgabe hast du halt immer noch. Tut mir echt leid, Lukas. Bro, du hast halt so oft. Komplett, du hast halt so oft einfach geskippt, Lukas. Es tut mir echt so leid, ne? Aber okay, Lukas, versprochen, das letzte Win für dich, okay? Danach drehe ich wieder, okay? Okay. Lukas! Eine peinliche, ja. Clubnachricht, das geht doch, oder? Ist doch nichts Schlimmes bei. Bro, ey, ja, es kommt immer auf die Nachricht an, ne? Ja, guck mal, geh mal bitte in den Club rein, ne? Der Nita Club. Ja. Mach mal bitte einen neuen Clubpost drauf, bitte. Einmal draufgehen, bitte. Ja. Ja, schreib mal bitte rein. Erstmal. Ah! Wie? Ah! Okay. Ja. Ah, so, ja, ja, genau. So. Komma. Es tut so weh! Junge. Punkt. Ja. Ich presse die ganze Zeit. Bro, hallo. Aber sie will nicht raus. Komma. Meine Wurst. Was? Aber sie will nicht raus? Bruder, ey. Denn. Meine Wurst ist viel zu fett. Hey, Junge, was soll das denn, ey? Jetzt schreibst du dir dazu, liebe Grüße, euer Melonenkopf. Oh mein Gott, Bro, ey. Ne, krass. So. Ja, genau. Sieht super. Ja. Na, genau. Super, ne? Ja, sieht super aus. Alles klar. So, ich muss direkt mal hier in den Club reinschauen, erstmal in den Posteingang. Nein. Ah, bist ja nicht mehr drin, ne? Ich bin ja nicht mehr drin wegen du kleinen Preisiger. Ich zeig's dir hier einmal, ne? Ist gepostet? Ja, ist gepostet. Ey, Lukas, bin richtig stolz auf dich. Hast richtig super gemacht. Danke dir. Ja. Okay, ja. Komm. Das heißt, Lukas, tatsächlich darfst du für mich drehen. Stell dir vor. Danke. Okay, Lukas, bist du bereit? Ja, Bro, ich freue mich endlich, Mann, ey. Oh. Oh, Alter. 1 versus 1 um 1000 Euro. Ey, das Ding ist, es ist an sich eine gute abschließende Aufgabe. Ich würde sagen, das ist die letzte Aufgabe. Und zwar machen wir jetzt ein 1 versus 1. Der Gewinner bekommt 1000 Euro plus nochmal die 5000 Euro von der eigentlichen Challenge. Das heißt 6000 Euro für den Gewinner, Lukas. Digga, so mit demselben Brawler und so, oder? Nö, ich würde schon sagen, wir dürfen uns den Brawler so aussuchen, ne? Also.
würde ich jetzt einfach mal sagen, ne? So. Okay. Ja, ne? Machen wir so. Ja. Okay. Super. Ja, okay. Dann mache ich mal ein Testspiel rein hier in der Lukas, würde ich sagen. Ja, ja, ja. So, Lukas. 1 vs. 1 Map ist bereit. Okay, ich bin ready. Okay, welche Seltenheitsstufe wollen wir machen? Wie wär's mit Legendär? Hast du Bock auf Legendär? Ja, okay, lass Legendär machen. Ja, ich finde Legendär ist auch einfach so eine coole Seltenheitsstufe, Lukas, finde ich immer. Also, ja, ja, safe, ne? Ja, nee, also no joke, ich finde das einfach, ist so eine coole Seltenheitsstufe, Lukas. Finde ich immer richtig cool. Ja, ja, 100%, Digga. Ja, safe. So. Okay, ich mach bereit, Lukas, ne? Ja, ich bin auch bereit. Oh, ich bin nicht an welchem Ballast genommen. Ah! Okay. Ey, Spike ist aber auch no joke der krasseste so dafür, ne? Ja, gefühlt schon, Lukas. Aber okay, ey, 6000 Euro insgesamt, ne? Oder, ey, meine Hände schützen richtig, sag ich dir. Oh, Lukas, was ist denn da los? Oh, Lumex, was ist da los? Ich weiß gar nicht, was du hast, Lukas. Hä? Was ist denn los? Ist irgendwas, Lukas? Ist irgendwas Besonderes? Oh, wer ist denn da ein bisschen One-Shot? Heilige Makarele, was? Na, Scam-Projekt. Junge, warum treffe ich nichts mehr? Lukas, hab bisschen Erbarmen. Ja, Lenny, es geht um sehr viel Geld, weißt du? Ich bin der neue Master am Dodgen. Siehst du das? Nein, oh. Lukas! Okay, und wenn du dich traust, dann komm jetzt her. Komm, trau dich, Lukas. Ja, ich trau mich. Oh, Digga, das war ultra knapp, Mann. Ey, Lukas, komm, trau dich jetzt. Oh mein Gott, Lenny. Nein! Das hab ich mir auch verdient jetzt. Warum? Nein! Popel im Po. Popel im... Ja, Lukas, komm. GG's. Danke. 6000 Euro. Tsching. Ja, Lukas, hast du toll gemacht. Muss ich sagen, fair gespielt. Unfair gespielt, kleiner Hacker. Hast gecheatet. Ja, Digga. Ja, ich würde sagen, Leute, wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen oben da, abonniert, checkt Lukas ab. Und ich schicke dir jetzt eine 6000 Euro. Kleiner Hacker. Dankeschön. Kleiner 31er, Junge!